So. Nicht wundern, ich habe Husten. Ups. Also, fängt schon gut an. Training, Wissenswertes und Beispiele von Ursachen, warum eure Hunde bei Hundebegegnungen austicken oder weil sie vielleicht an der Leine austicken. Das ist ja immer sehr individuell, kann viele verschiedene Gründe haben. Und es macht immer Sinn, sich zu überlegen oder wirklich bestmöglich herauszufinden, was ist Ursache. Manchmal weiß man es nicht, man kann es nicht erörtern, weil man zum Beispiel die Vorgeschichte eines Hundes nicht kennt. Man weiß nicht, ob der Hund schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen mit Artgenossen gemacht hat. Muss man raten. Aber es ist ganz wichtig herauszufinden, wenn ich es kann, was wirklich die Ursache ist. Denn wenn zum Beispiel, hier haben wir das Arztköfferchen, wenn zum Beispiel Schmerzen die Ursache für das Verhalten sind, vielleicht sind die nicht die alleinige Ursache, aber sie spielen da selbstverständlich mit rein. Ein Hund, der Schmerzen hat, der ist gestresster, der reagiert viel, viel schneller, reaktiv, aggressiv auf irgendwelche Reize, und desto eher flippt er natürlich auch bei anderen Hunden aus. Und wenn ich die Ursache Schmerz nicht abstelle, nicht dafür sorge, dass die Schmerzen weggehen, dann kann sich natürlich auch wahrscheinlich am Verhalten nichts ändern, nichts bessern, weil die Ursache ja immer noch da ist. Ne, das ist so genau das, was wir eben auch hatten, einfach nur bestrafen, einfach weghaben wollen. Das hilft dem Hund nicht. Es ändert nichts an der Ursache, dass mein Hund bei Hundebegegnungen austickt. Und das müssen ja jetzt nicht nur wirklich Schmerzen sein, was das Gesundheitliche angeht. Das kann auch mal so ein bisschen Bauchweh sein. Das kann eine Allergie sein, aufgrund dessen der Hund vielleicht Juckreiz hat, was ihn stresst. Es kann zum Beispiel auch eine Schilddrüsenunterfunktion mit reinspielen. Das haben wir ja auch öfters. Ne, und wenn ich diese Dinge einfach außer Acht lasse, und das tue ich in der Regel, wenn ich den Hund für unerwünschtes Verhalten bestrafe, ne, dann ist mir der Rest egal, ich will nur dieses doofe Verhalten weghaben, dann ist das eine Einbahnstraße, und zwar eine sehr gefährliche Einbahnstraße. Also, deswegen ist so wichtig, dass wir bestmöglich den Ursachen auf den Grund gehen. Dann kann natürlich auch, da habe ich das Gehirn hier mal genommen, der Hintergrund im Alltag, der Hintergrundstress im Alltag kann eine wahnsinnige Rolle spielen. Ne, hat mein Hund zu wenig Schlafphasen, zu wenig Ruhephasen? Ist er viel, viel unruhiger, reagiert gereizter? Wenn er vielleicht auch andere Stressoren hat, zum Beispiel beim Alleinebleiben oder eben weil er Schmerzen hat, wenn er noch weitere Probleme hat mit vielleicht Artgenossen, die im gleichen Haushalt leben, alles, was meinen Hund stresst, sorgt dafür oder bestimmt auch mit das Verhalten, welches er vielleicht draußen bei Hundebegegnungen zeigt. Ja, es macht also wirklich Sinn zu gucken, mit was für Dingen hat mein Hund ein Thema, an welchen Themen muss ich überall ein bisschen trainieren, damit der Hintergrundstress im Hund weniger wird, weil das dann auch ganz wichtig erstmal eine gute Voraussetzung dafür ist, dass ich draußen an den Hundebegegnungen auch wirklich gescheit trainieren kann. Es macht also keinen Sinn, nur zu sagen, ey, ich pick mir einfach nur die Hundebegegnungen raus, da möchte ich dran trainieren und alles andere stelle ich erstmal hinten an. Das macht manchmal Sinn, wenn man gewisse Themen hat, aber man muss immer bedenken, all die anderen Sachen können durchaus mit in die Hundebegegnungen hineinspielen. Der ganze Stress, den mein Hund hat, spiegelt sich auch draußen am Verhalten wider. Dann habe ich hier den Hund, den kennt ihr vielleicht. Der steht stellvertretend für all die Hunde, die sich einfach in einer gewissen Distanz zu anderen Hunden nicht wohlfühlen. Das kann ja auch verschiedene Ursachen haben. Vielleicht gab es mal Beißvorfälle, vielleicht gab es einfach mal ungünstige Schreckmomente. Wir Menschen nehmen das auch manchmal gar nicht wahr. Wir sagen dann ganz oft, ach, da war nichts. Aber für den Hund wird irgendwas gewesen sein. Das ist ein kleiner blöder Moment, den wir nicht wahrnehmen. Einmal eine Distanz unterschritten, einmal ein anderer Hund sich ungünstig bewegt, unseren Hund ungünstig berührt, keine Ahnung. Und schon
signalisiert er mit dem Verhalten Theater machen an der Leine lieber den anderen Hunden, ey du, bleib mal bitte auf Abstand. Dann haben wir natürlich auch die Hunde hier, die schnell gefrustet sind, wenn sie nicht zu anderen Hunden hin können, die wirklich gern mal nett Hallo sagen möchten, die Kontakt aufnehmen möchten zu den Artgenossen. Aber das geht natürlich nicht. Aber für die Hunde bedeutet das dann wirklich oft Frust. Ne? Ich bin an der Leine, ich kann da nicht hin, ich darf da nicht hin. Und dann ticken auch diese Hunde natürlich an der Leine aus und gebärden sich wirklich erschreckend. Aber kann einfach auch mit Ursache sein. Und dann denken viele immer, oh, mein Hund ist aggressiv, der will den vertreiben, der will den beißen. Dabei ist die Ursache in dem Fall eine ganz, ganz andere, nämlich Frust. Ne? Dann haben wir, ich habe mal die Leine genommen, einfach als Erinnerung dafür, dass wir, wenn wir Hundebegegnungen haben, wir gehen meistens aufeinander, frontal aufeinander zu den anderen Hunden. Wir nehmen die Leine kürzer und wir schränken dadurch einfach unwahrscheinlich die Körpersprache unserer Hunde ein. Ja, unser Hund kann nicht zur Seite gehen, er kann nicht ausweichen. Vielleicht nehme ich die Leine so kurz, dass er den Kopf noch nicht mal runternehmen kann zum Schnüffeln, zum sich abwenden, sich langsam annähern ist nicht möglich. Und all das sind aber in der Hundekommunikation ganz, ganz wichtige Körpersignale. Es sind Beschwichtigungssignale, die einfach ausdrücken, hey, ich bin nett, ich bin freundlich, du interessierst mich vielleicht gar nicht. Es ist deeskalierendes Verhalten. Und das lassen wir durch unsere kurze Leine, durch ein frontales Aufeinanderzugehen. Und weil wir da unbedingt vorbei müssen, lassen wir diese Körpersprache unseres Hundes nicht zu. Und der Hund realisiert dann natürlich, oh, ich komme hier nicht weiter, ich kann nicht beschwichtigen und alles funktioniert nicht, also gehe ich nach vorne und sage dem anderen Hund Bescheid, ey, komm nicht so frontal auf mich zu oder bleib bitte auf Abstand. Ich finde es immer sehr, sehr sinnig, vorausgesetzt die Situation lässt es zu und der Abstand passt natürlich, dass wir eine lange Leine an den Hunden haben, damit die einfach Beschwichtigungssignale, freundliches Verhalten zeigen können, dass sie ausweichen können, dass die sich abwenden können, dass wir langsam gehen können, dass wir einen Bogen gehen können. Das müsst ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, probiert es bitte mal aus. Natürlich soll die Leine nicht so lang sein, dass euer Hund zu anderen Hunden oder zu anderen Dingen hin kann, sondern es muss natürlich zur Situation passen. Na, also wenn ihr noch mal irgendwo genügend Abstand zu einem anderen Hund habt, lange Leine dran, lasst die Leine ruhig lang, haltet sie am Ende fest und beobachtet mal, was euer Hund macht. Beobachtet mal ganz gezielt den Unterschied zwischen kurzer Leine und Richtung Hund gehen und einfach ein bisschen an die Seite gehen, Leine lang lassen und guckt mal, was euer Hund macht. Ganz, ganz oft gibt diese lange Leine eurem Hund schon wahnsinnig viel Sicherheit. Er kann Körpersignale senden, er kann selber kleine Entscheidungen treffen mit ich wende mich mal ab oder ich ignoriere den anderen einfach mal. Und schon kann eine Hundebegegnung viel, viel entspannter ablaufen. So, wir wollen natürlich auch gucken, wie Verhalten entsteht. Verhalten sehen wir ja außen am Hund, ne, das ist das, was der Hund tut, was wir an der Körperoberfläche sehen, sein Verhalten, sein Bellen, sein Winseln, sein in die Leine springen, das sind Dinge, die wir außen am Hund sehen. Aber bevor der Hund das zeigt, passiert schon wahnsinnig viel im Inneren des Hundes. Ne? Da arbeiten Hormone, Neurotransmitter und die sind dann dafür verantwortlich, dass wir dieses Verhalten außen am Hund sehen. Ja. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier unten an diesen Dingen, an den Hormonen, an den Neurotransmittern quasi ansetzen. Denn wenn die sich ändern, dann wird sich auch das Verhalten, was wir außen am Hund sehen, ändern können. Ja. Wenn ich das Verhalten nur deckele, ändert sich innen im Hund gar nichts. Deswegen ist es unsere Aufgabe, da anzusetzen. Wir müssen die Emotionen verbessern
Und dann kann auch das Verhalten verschwinden. Ja? Ein Hund, der in einer Hundebegegnung entspannter ist, der sich ein klein wenig wohler fühlt, der sich ein klein wenig sicherer fühlt, der braucht das Verhalten, ich schmeiß mich in die Leine, vermutlich gar nicht mehr zeigen. Ja? Also es gibt immer gewisse Voraussetzungen, die dafür verantwortlich sind, wie eure Hunde sich verhalten. Das betrifft ja nicht nur die Hundebegegnungen, das betrifft auch alles im Leben. Gut, wie entsteht Verhalten, etwas genauer betrachtet? Also wir haben zum einen zwingende Voraussetzungen, das sind die Faktoren, das können äußere und innere sein. Innere zum Beispiel, der Hund hat zu wenig geschlafen, der Hund hat eine Schilddrüsenunterfunktion, der Hund hatte die letzten Tage schon so viel Stress. Und dann natürlich der äußere Faktor, ein anderer Hund taucht auf. Dieser Zustand lässt gewisse Emotionen in dem Hund entstehen. Ja, wir nehmen jetzt als Beispiel mal Angst, weil der Hund vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht hat. Er ist ein bisschen unsicher. Emotion ist Angst. Seine Motivation, die durch diese Emotionen hervorgerufen ist, ist, mehr Abstand zu bekommen. Ja, er möchte mehr Abstand zu dem Auslöser, zu dem anderen Hund. Und dann ist natürlich die Frage, wie erreicht er das? Das heißt, innere Reaktion ist dann einmal abchecken, was kann ich tun, was sollte ich tun, wie kann ich mir helfen, wie kann ich die Situation für mich verbessern. Und dann passiert erst das, was wir außen am Hund sehen, die äußere Reaktion. Er will vielleicht den Hund vertreiben, wenn er an der Leine ist. Geht das unter Umständen nicht so gut. Er wird es aber versuchen. Was er auf alle Fälle nicht kann an der Leine, ist flüchten. Vielleicht würde er sich eher fürs Flüchten, fürs Bogenlaufen, fürs Ausweichen entscheiden. Aber kann er nicht, weil er an der Leine ist oder weil wir ihn einfach in diese Situation hineinzwingen. Ja? Also, jedes Verhalten eures Hundes hat eine bestimmte Emotion und eine bestimmte Motivation. Und da müssen wir beim Training ansetzen. Denn Motivation und Emotion, die hinter diesem Verhalten stehen, werden sich niemals ändern, wenn ich Verhalten bestrafe. Das heißt, ändern schon, sie werden noch schlechter. Sie werden sich niemals verbessern, wenn ich Verhalten bestrafe und nur deckele. Das ist ganz wichtig. Deswegen dürft ihr bei solchen Dingen oder auch generell bitte nicht über Strafen und Schreckreize trainieren. Es geht eindeutig in die falsche Richtung. Also, logische Folgerung, setzt du beim Training lediglich beim Verbieten und Bestrafen der äußeren Reaktionen an, verbesserst du niemals die für das Verhalten verantwortlichen Faktoren, Emotionen und Motivationen. Ja, hier unten müssen wir was ändern. Und dann kann manchmal fast wie von Zauberhand, kann außen das Verhalten auch besser werden, sich verändern, verschwinden sogar nach und nach. Kommt immer ganz drauf an. Genau, frontale Annäherung ist unfreundlich. Und deswegen hier nochmal die Info. Lange Leine, wenn es zur Situation passt. Nicht, dass mir morgen wieder einer schreibt, ey, das war ein Scheiß-Tipp, meine Leine war zu lang, mein Hund ist zu dem anderen Hund hingekommen und es gab eine Keiferei. Also sowas möchte ich nicht lesen. Ihr müsst natürlich die Situationen abschätzen können. Der Abstand muss natürlich gewährleistet sein. Ja, das heißt nicht, dass ihr jetzt ständig eure Leine da lang lassen sollt, sondern es muss wirklich zur Situation passen. Aber das ist ganz, ganz wichtig und das nimmt vielen Hunden schon mal den Druck raus. Was auch wichtig ist, außer einem guten Training, ist natürlich Management. Dass wir, so gut es geht, wirklich vermeiden, dass der Hund dieses unerwünschte Verhalten überhaupt zeigen muss. Vermeiden heißt jetzt nicht, dass wir es verbieten oder den Hund zurechtweisen, damit er es nicht zeigt, sondern Management bedeutet wirklich, dass ich zum Beispiel den Abstand erhöhe, dass mein Hund sich wohlfühlen kann, dass ich im Notfall auch mal ausweiche, mich irgendwo verstecke, in eine Einfahrt rein, hinter die Büsche. Wenn es wirklich
dafür sorgt, dass mein Hund das unerwünschte Verhalten nicht zeigen muss. Mein Hund lernt nichts durch Management, also ich komme kein neues gutes Verhalten dadurch hin, aber ich verhindere, dass er das unerwünschte Verhalten einmal mehr lernt, denn er hat ja ganz oft mit dem unerwünschten Verhalten auch Erfolg. Ne, nochmal Thema Angst. Mein Hund möchte einen anderen Hund vertreiben. Er schmeißt sich in die Leine kläffend. Der andere Hund geht weiter. Was lernt mein Hund? Ey, das war toll, das hat sich gelohnt. Ich habe mein Ziel erreicht. Das mache ich das nächste Mal nochmal. Und dann kann es natürlich auch sein, dass der Hund es dieses Verhalten schneller zeigt, dass er es häufiger zeigt, dass er es auch intensiver zeigt. Ne? Denn was sich gelohnt hat, vom Lerneffekt her, wird natürlich wiederholt. Ist ganz, ganz logisch. Und deswegen ist wichtig, wann immer wir können, es zu vermeiden, dass unser Hund überhaupt in die Situation kommt, das unerwünschte Verhalten zeigen zu müssen. Vielleicht kann ich meine Gassi-Zeiten ein klein wenig ändern. Vielleicht kann ich an anderen Orten gehen, wo ich weiß, da ist groß nichts los. Oder ich suche mir wirklich Strecken aus, wo ich gut weitläufig schauen kann, dass ich schon auf große Distanz sehe, hey, da hinten kommt ein Hund und wir können rechtzeitig ausweichen. Management ist ganz, ganz wichtig im Hundetraining. Wir wollen nicht, dass sich das unerwünschte Verhalten lohnt für den Hund und sich so weiter festigt. So. Ach so, ich habe hier ein kleines Reh anstatt ein Hund. Ist aus dem Jagdersatztraining-Webinar. Wir trainieren bitte immer im Wohlfühlbereich. Dieser rote Kreis hier in der Mitte, das soll jetzt mal rein theoretisch den Bereich darstellen, wo der Hund schon am Explodieren ist. Ja, wo er keifend, kläffend in der Leine hängt, Theater macht, nicht mehr ansprechbar ist. Da brauche ich nichts mehr trainieren. Mein Hund hat da so einen hohen Stresslevel, der wird sowieso nichts wahrnehmen. Ich trainiere bitte da, wo mein Hund gut mitmachen kann. Ja, wenn der Hund am Explodieren ist, habe ich sowieso kein erwünschtes Verhalten mehr, welches ich ausbauen könnte, welches ich verstärken könnte. Macht also null Sinn, dort zu trainieren. Und insofern macht es auch wirklich null Sinn, mit meinem Hund dicht an anderen Hunden vorbeizugehen, wenn ich weiß, es eskaliert. Da habe ich keinen guten Lerneffekt mit. Dann haben wir hier den gelben Bereich. Da zeigt der Hund vielleicht schon ein paar Stresssignale. Ihm fällt es vielleicht schwerer, den Blick von dem anderen Hund mal abwenden zu können. Er nimmt mich vielleicht nicht mehr ganz so wahr, weil er einfach schon zu abgelenkt ist. Ist also auch nicht die ideale Trainingssituation. Und dann haben wir hier den grünen Bereich. Das soll so der Wohlfühlbereich sein. Da kann ich trainieren. Das Text hier, denkt ihr euch weg, da könnt ihr einen Top oder einen Zack oder ein Yes reinsetzen, hat das Programm eben noch von alleine gemacht. Wir trainieren im Wohlfühlbereich. Warum? Weil wir gut und viel erwünschtes Verhalten dort bekommen können, weil unser Hund gern seine Belohnungen nehmen kann, weil er gern mitmacht, weil ihm das Training in dieser Distanz Spaß macht und er wirklich auch abspeichern kann, anderer Hund toll, anderer Hund toll, anderer Hund toll. Und dann kann natürlich auch nach und nach dieser Bereich etwas größer werden. Wir können näher, Stück für Stück näher an den anderen Hunden sein, weil die anderen Hunde einfach nicht mehr diese negativen Emotionen hervorrufen. Es gibt jetzt keine goldene Regel, die sagt, hey, dein grüner Bereich ist bei 10 Metern. Das ist total individuell. Es gibt Hunde, die sind mit ihrem grünen Bereich vielleicht bei 5 Metern. Und da gibt es andere Hunde, die brauchen vielleicht 400 Meter. Ist völlig egal. Jeder muss für sich gucken, wo passt es für meinen Hund? Wo ist die Wohlfühldistanz? Wo kann ich mit meinem Hund gut trainieren? In welcher Distanz zeigt er erwünschtes Verhalten, welches ich wirklich ausbauen kann? Also dort im grünen Bereich findet das ideale Training statt. Gelb ist nicht so optimal und rot geht schon mal gar nicht. Ja? Also, wenn ihr
an einem anderen Hund vorbei müsst und denkt, oh, ist aber dicht, der Weg ist ziemlich eng, das wird nicht gut gehen, dann bitte geht zurück, weicht aus, denkt euch eine Notlösung aus. Wenn es für euren Hund klappt, lenkt ihn ab mit was zu schlabbern, mit einer Tube Leberwurst, mit einem Steak in der Hand, keine Ahnung. Das ist alles noch besser, als kläffend in der Leine zu hängen. Ja? So, wie trainieren wir jetzt daran? Das kennt ihr ja bestimmt einige von euch. Also hier soll bei Text soll auch wieder ein Top drin stehen. Wir sorgen durch Gestaltung der Situation dafür, dass unser Hund erwünschtes Verhalten zeigen kann. Dass er einen anderen Hund ruhig wahrnehmen kann, einen klitzekleinen Moment ruhig anschauen kann. Das ist das, was wir haben wollen. Endergebnis soll später ja mal sein, dass ich mit meinem Hund an anderen Hunden entspannt vorbeigehen kann. Und natürlich muss ich später auch gucken, hey, was ist für meinen Hund möglich? Ne? Wenn ich vorher 300 Meter Abstand brauche und brauche hinterher nur noch 10, habe ich wahnsinnig viel erreicht. Für den anderen Hund klappen vielleicht 2 Meter problemlos. Also auch immer schauen, ein Hund ist ein Individuum, hat eigene Bedürfnisse und ich muss wirklich gucken, was ist für meinen Hund machbar. Aber wir sind ja so hier, auch bei uns in der Gruppe, wir haben ja viele tolle kleine Helferlein, viele tolle Signale, die wir noch aufbauen können, womit wir unseren Hund in diesen Situationen auch gezielt unterstützen können. Also Training an sich funktioniert über Gegenkonditionierung, der bisher unangenehm verknüpfte Reiz wird zu einem Reiz, der etwas mit etwas Positivem, mit etwas Angenehmen verbunden wird. Und das heißt, wenn wir in der Wohlfühldistanz sind, markern wir, ne, also Klicker oder Top oder Zack, das, was die Belohnung ankündigt bei euch, markern wir das ruhige Hinschauen zu dem anderen Hund. Der Hund kriegt seinen Klick und dann kriegt er für den Klick die Belohnung. Dafür muss der Hund nicht zu uns kommen, muss sich nicht abwenden, sondern wir gehen bitte hin und geben dort dann auch unserem Hund die Belohnung. Sage ich aber gleich noch was zu. Dieser Klick, dieses Markersignal heißt nicht, dass der Hund dann sich abwenden muss, dass er zu uns kommen muss, um sich die Belohnung zu holen. Sondern wir sagen, hey, klasse, versprechen auf eine Belohnung und dann sind wir natürlich auch dafür zuständig, dass der Hund auch seine Belohnung bekommt. Du merkst sehr gut, ob der Abstand zu den anderen Hunden passt. Wenn dein Hund auch gern seine Belohnung nehmen kann, dann sieht es ganz gut aus. Also, Klick für ruhiges Hinschauen, dann kommt die Belohnung. Gerne nochmal wieder hingucken lassen, Klick für ruhiges Hinschauen, dann kommt die Belohnung. So wie es für den Hund passt, muss man einfach ein bisschen ausprobieren, ein paar Mal gerne schauen lassen, wenn der Erregungslevel nicht steigt und dann gerne die Situation verlassen, Pause machen oder mal kurz hinter irgendeiner Sichtbarriere verschwinden. Wir machen es bei uns im Begegnungstraining wirklich manchmal so, dann lasse ich auch die Autos so parken, dass ein Hund, wenn er hinter den Autos rausguckt, gerade mal ganz kurz, hey, hinten Hund, dann kriegt er seinen Marker und dann fliegt die Belohnung schon wieder hinter die Autos. Haben wir also auch öfters, wenn ich weiß, wenn der Hund nämlich in dieser Situation bleibt, den anderen Hund weiter wahrnimmt, dann fährt der Stresslevel recht schnell weiter hoch. Also, kurz gucken, belohnen, zack, raus aus der Situation. Ne? Und dann kann auch das Gucken dann nach und nach länger werden. Sowas, also Büsche, Bäume, Autos, gerne fürs Training als Sichtbarrieren mit benutzen. Wir wollen natürlich bedürfnisgerecht belohnen. Wir wollen, ja, rein theoretisch wollen wir nicht nur belohnen, sondern wir wollen ja verstärken. Und das ist auch das Thema, dass viele immer sagen, positive Verstärkung funktioniert bei meinem Hund nicht. Das ist Unsinn. Es funktioniert für alle Hunde, auch noch so aggressive, reizbare und sonst was Hunde, wenn ich wirklich auch verstärke. Nicht jede Belohnung ist ein Verstärker. Das heißt, ich könnte jahrelang meinem Hund Kekse ins Maul stopfen, wenn andere Hunde kommen. Das ist aber vermutlich nicht das, was mein Hund in der Situation möchte. Also bekomme ich das Verhalten
Hunde ruhig anschauen, auch nicht verstärkt mit Keksen, weil Kekse kein Verstärker sind. Ne, bei manchen Hunden reicht das, die finden dann Kekse toll und dann kriege ich das auch super nur mit Keksen hin. Aber es ist halt keine bedürfnisgerechte Belohnung für zum Beispiel hier den Hund, der schnell frustig wird, weil er eigentlich netten Sozialkontakt möchte. Muss ich schauen, was will der Hund da? Will der toben? Will der Action? Will der vielleicht einfach mal schnüffeln, riechen, wie der andere Hund so duftet? Dann muss ich mir Gedanken machen, was kann ich da wirklich als Verstärker einsetzen? Überlegen, Spiel, Interaktion mit mir als Mensch, mit Belohnung, mit gezielter Belohnungsankündigung dafür. Sowas macht Sinn. Oder wenn der andere Hund dann weg ist, dass ich dann zu meinem Hund sagen kann, ey, klasse gemacht, komm, wir gehen jetzt mal hin, kannst mal da riechen, wo der Hund sich gerade aufgehalten hat. Auch sowas ist eine sehr motivationsgerechte Belohnung. Na, und deswegen ist so wichtig, dass wir so gut wie möglich erkennen können, warum macht mein Hund das überhaupt? Warum schmeißt er sich in die Leine? Warum pöppelt der andere Hunde an? Na, oder er hier rechts, der einfach Angst hat, der mehr Distanz zu anderen Hunden möchte, auch dem brauche ich keine Kekse ohne Ende reinschieben. Der möchte nicht fressen, der möchte mehr Distanz. Also Hund ruhig anschauen und lernen, hey, klasse gemacht, komm, wir gehen 2, 3 Schritte zurück, du kriegst deine Distanzvergrößerung für ruhiges Anschauen. Auch das trainiere ich natürlich im Wohlfühlbereich, dass der Hund erstmal generell lernt, oh, anderer Hund, ach, klasse, wir können ja einfach gehen. Ja, das mache ich also auch nicht da, wo der Hund schon in Panik verfällt, sondern mit viel, viel mehr Abstand. Gut, dadurch, dass wir unser Markersignal, unser Text, unser Top oder Yes benutzen, zaubern wir ja direkt gute Emotionen in die Hunde hinein. Ne? Ich sage meinem Hund, boah, toll, du kriegst jetzt was ganz klasse, Tolles. Und dann fühlt der Hund sich besser. Ich sage ja immer, das ist wie, wenn ich euch sage, ey, ich schenke euch 1 Million Euro. Dann, wie fühlt ihr euch dann? Also, oh, okay, ihr denkt wahrscheinlich, die hat sie nicht mehr alle. Aber wenn sowas passiert, wenn einem jemand hilft, wenn man was Gutes zur Situation hinzubekommt, dann fühlt man sich besser in der Situation. Wir verbessern die Emotionen, ne? Das ist das, wo wir wirklich ganz unten andocken. Wir verbessern die Emotionen für diese Situation. Dadurch ändert sich die Motivation, die inneren Reaktionen. Und dann merke ich auch außen am Verhalten, zum Beispiel wenn der Hund nach ein paar Trainingseinheiten ruhiger bleiben kann, wenn er entspannter schauen kann, dann weiß ich, ey, es hat funktioniert, die Emotionen haben sich gebessert oder ich sehe weniger Stressanzeichen bei meinem Hund in diesen Situationen. Das kommt dadurch, dass wir die Emotionen geändert haben. Ja. So. Also das ist der Trainingseinstieg, dass wir ruhiges Hinschauen markern und bitte bedürfnisgerecht belohnen. Und später dann im Training, dann geht es natürlich irgendwann dazu über, womit man auch nicht so lange warten sollte, weil der Hund ja dann schon auch so diese Erwartungshaltung hat, da ist ein Hund, und sich dann auch irgendwann von alleine abwenden kann, ein bisschen umorientieren, die Nase runternehmen, ganz egal. Und dann fangen wir das mit unserem Markersignal ein. Dieses eigenständige, ich kann mich ja umorientieren, ich kann mich wegdrehen. Ja, also wir bleiben nicht stehen bei anderen Hund angucken, Markern, sondern irgendwann kommt es dann dazu, dass der Hund sich von alleine abwendet und dann markern wir das. Man kann einfach dann nach ein paar Trainingseinheiten mal gucken, ob das für den eigenen Hund schon möglich ist, indem ich zum Beispiel, wenn ich sehe, oh, Situation ist halbwegs entspannt, dann warte ich mal einen Moment. Ich klicke nicht, ich markere nicht, sondern ich warte mal, ob mein Hund von alleine auf die Idee kommt, sich abzuwenden. Und dann wird das gemarkert und dann wird das belohnt. Sehe ich zu viele Stressanzeichen bei meinem Hund und gehe ich davon aus, dass das nicht klappen wird, dann bitte in der jeweiligen Situation natürlich auch noch das ruhige Gucken, markern und belohnen. Später schauen wir dann noch, ob wir ein Alternativverhalten mit hinten dranhängen. Manchmal, also es gibt Hunde,
die brauchen da ein bisschen Input, was ihnen hilft, dass ich zum Beispiel einen Handtouch abfrage auf der anderen Seite, also entgegengesetzt auf der Seite, wo der andere Hund ist, dass wir eine Distanzvergrößerung mit im Spiel haben. Manche Hunde bieten auch ein Alternativverhalten von sich aus an. Die lernen dann halt einfach zum Beispiel, huch, da kommt ein anderer Hund, ey, klasse, ich kann ja einfach meine Nase runternehmen, ich kann ein bisschen aus der Situation rausgehen. Das ist dann auch für diese Hunde schon ein tolles Alternativverhalten. Da muss man einfach schauen, was kann mein Hund, wie kann ich ihn unterstützen oder was bietet er eventuell schon von ganz alleine an. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass wir zum einen unser Markersignal nicht nur für die Hundebegegnungen benutzen, für das Training an den Hundebegegnungen, sondern dass wir es auch anderweitig im Alltag einsetzen, damit es mit vielen tollen Belohnungen, Verknüpfungen, Situationen einfach generalisiert wird. Ja, es macht keinen Sinn, das nur für die Hundebegegnungen zu benutzen. Es macht großen Sinn, es im Alltag auch für viele andere Sachen zu benutzen. Außerdem bauen wir bitte hilfreiche Signale mit den Hunden auf. Ich glaube, das meiste davon findet ihr auch hier in der Gruppe, in den Lektionen. Ich brauche zum Beispiel gute Verhaltensunterbrecher, wenn es denn dann doch mal zu den Situationen kommt, die überraschend auftauchen, wo mein Hund kläffend in der Leine hängt, ich nichts mehr habe, was ich belohnen kann, dann macht es Sinn, sowas mit einem gut aufgebauten Entspannungssignal zu unterbrechen oder mit einem gut aufgebauten Aufmerksamkeitssignal. Die Hunde und ihr seid ja sehr verschieden, was bei dem einen Mensch-Hund-Team gut klappt, klappt bei dem anderen nicht, dafür klappt bei denen vielleicht wieder irgendwas anderes. Rein theoretisch kann auch ein Trick abfragen oder ein Rückruf ein Verhaltensunterbrecher sein. Alles, womit ihr euren Hund aus einer Situation rausholen könnt, worauf er reagieren kann in diesem Moment, ist ein toller Verhaltensunterbrecher. Habt aber immer im Kopf, Verhaltensunterbrecher sind für Notfälle gedacht und sind keine Dauerlösung. Wir können unseren Hunden beibringen, dass wir angekündigte Bogen laufen, um andere Hunde drumherum, um Reize drumherum. Ist übrigens auch eine sehr motivationsgerechte Belohnung. Wenn mein Hund einen anderen Hund ruhig anschaut und ich sage Bogen, dann weiß mein Hund, boah, klasse, wir gehen jetzt einen Bogen. Ich muss gar nicht in diese doofe Situation hinein. Und es ist eine tolle Belohnung. Wir können mit dem Hund kegeln, dass er einen Keks hetzen kann, dass er schnell viel Abstand zu irgendwelchen Auslösern bekommt. Wir könnten zum Beispiel mit dem Hund trainieren, auf ein bestimmtes Signal hin, hinter uns zu gehen, damit ich auch einfach ein bisschen splitten kann bei Hundebegegnungen. Ist gerade toll für die Situation, wenn andere Hunde einfach ungefragt zu einem kommen. Ja, aber baut das auch bitte positiv auf. Es soll dem eigenen Hund helfen, es soll ihn unterstützen und nicht noch irgendwie zusätzlich stressen oder erschrecken. Und wir können zum Beispiel auch den U-Turn aufbauen, wo wir in einem Bogen uns schnell von einem anderen Hund entfernen. Findet ihr, glaube ich, auch hier in der Gruppe drin. Das bauen wir auf. Erstmal in Ruhe, ohne Ablenkungen, dann mit langsam steigenden Ablenkungen, damit es später auch super toll bei den Hundebegegnungen klappt. Ja, also damit bitte nicht anfangen in den Situationen, wo ihr schon in so einer Hundebegegnung drin seid. Okay, das waren die Folien dazu. Und jetzt will ich einfach mal schauen, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt. So, das wieder umstellen hier.